Ich freue mich sehr, dass dieses bulgarische Kulturfest heute hier in Neumünster stattfindet. Und wie es natürlich ist, ich freue mich immer, wenn es ein interkulturelles Zusammenkommen mit gibt. Die bulgarische Gemeinschaft ist eine große Gemeinschaft in Neumünster. Es leben über 1000 Bulgarinnen und Bulgaren bei uns mit in der Stadt. Und wir als Stadt wollen ja zwei Sachen. Wir wollen, dass sie natürlich ihre Traditionen, ihr Brauchtum mitbehalten könnt, aber dass ihr auch die Brücke baut, dass ihr sie sichtbar macht für uns, für, wie meine Frau sagt, Bio-Deutsche, die sozusagen nicht immer so bulgarisch tanzen, bulgarische Musik hören. Und dafür sind solche Feste wie hier heute in der Vizolin-Schule so wichtig. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ich bin mehr als gespannt. Ich bin gespannt auf das Tanzen. Ich bin gespannt auf die Musik. Ich bin einer der Hauptsponsoren dieser Veranstaltung heute. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Ich freue mich für meine Landsleute, sie zu unterstützen, und freue mich auf so viel Zuspruch und Gäste. Schade, dass das Wetter nicht so gut mitgemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Veranstaltung. Immer wieder stolz, diese Leute zu unterstützen. Herr Simo Angelov, Frau Irene Angelova, ich bin stolz auf diese Leute, weil sie unsere Kultur, unsere bulgarische Kultur auf Vordermann bringen, nach außen darstellen, zeigen können, dass wir auch eine sehr spannende, interessante, alte Kultur haben. Ja, wie gesagt, ich freue mich, hier heute sein zu dürfen. Wir haben großartige Musik, großartigen Tanz, großartiges, leckeres bulgarisches Essen, aber leider ein bisschen norddeutsches Schietwetter, aber davon lassen wir uns nicht beirren. Wir feiern, und ich freue mich, dass so viele Menschen hierher gekommen sind, um sagen, bulgarische Kultur kennenzulernen, weil die Bulgarinnen und Bulgaren sind eine der großen Gemeinschaften hier bei uns in Neumünster, und wir freuen uns, dass sie sich heute hier präsentieren.